Wenn wir über das ursprüngliche Konzept vom sogenannten kapitalistischen System der freien Marktwirtschaft nachdenken, deren Grundstein von den frühen Wirtschaftsphilosophen wie Adam Smith gelegt wurde, sehen wir, dass der ursprüngliche Zweck eines Marktes auf realer, handfester, lebensfördernder Handelsware basiert. Adam Smith hatte damals keine Ahnung, dass der profitabelste Wirtschaftssektor des Planeten einmal im Bereich der Finanzwirtschaft beim sogenannten Investment liegen würde. Hier wird Gewinn einfach nur durch das Verschieben von Geld erzielt, in einem willkürlichen Spiel, das der Gesellschaft keinerlei produktiven Nutzen bringt. Trotzdem, unabhängig von Smiths eigentlicher Absicht, wurde die Tür für solche scheinbaren Ausnahmeerscheinungen durch einen fundamentalen Grundsatz dieser Theorie weit offen gelassen. Geld an und für sich wird als Gebrauchsgegenstand betrachtet. Heute wird in jeder Wirtschaft auf der Welt, unabhängig vom dort herrschenden gesellschaftlichen System, das Geld nur des Geldes wegen angestrebt. Die Idee hinter der von Adam Smith geheimnisvoll formulierten religiösen Deklaration einer unsichtbaren Hand ist, dass das engstirnige, eigennützige Streben nach diesem fiktiven Gut irgendwie magisch zu menschlichem und gesellschaftlichem Wohlbefinden und Fortschritt führen. In Wirklichkeit hat sich der finanzielle Anreizmechanismus, manchmal als Geld-Wertschöpfungskette bezeichnet, inzwischen vollständig entkoppelt von den grundsätzlichen Belangen des Lebens, welche man Lebenswertschöpfungskette nennen könnte. Es ist hier zu einer kompletten Verwirrung in der wirtschaftswissenschaftlichen Lehrmeinung über diese beiden Wertschöpfungsketten gekommen. Man meint, dass die Geldwertschöpfungskette eine Lebenswertschöpfungskette hervorbringe, und darum heißt es, wenn mehr Güter verkauft werden, also wenn das Bruttoinlandsprodukt steigt und so weiter, dann würde das zu mehr Wohlstand führen und wir könnten das Bruttoinlandsprodukt als Indikator für unsere gesellschaftliche Gesundheit heranziehen. Hier sieht man nun die Verwirrung. Man spricht von der Geldwertschöpfungskette, gemeint sind also alle Einkünfte und Erträge aus dem Verkauf von Gütern, und verwechselt diese mit der Reproduktion von Leben. Von vornherein findet hier also eine komplette Vermischung von Geld und Lebenswertschöpfung statt. Wir haben es also mit einer Art struktureller Wahnvorstellung zu tun, welche immer tödlicher wird, je weiter Geld davon entkoppelt wird, überhaupt irgendetwas herzustellen. Es ist also eine Systemstörung, und diese Systemstörung scheint tödlich zu sein. Heutzutage hört man selten jemanden über den Fortschritt in seinem Land oder seiner Gesellschaft in Bezug auf körperliches Wohlbefinden, Glück, Vertrauen oder soziale Stabilität sprechen. Vielmehr wird der Fortschritt in Form von wirtschaftlichen Abstraktionen präsentiert. Wir haben das Bruttoinlandsprodukt, den Verbraucherpreisindex, den Aktienindex, Inflationsraten und so weiter. Aber sagt das irgendetwas über den wahren Wert der Lebensqualität der Menschen aus? Nein. All diese Zahlen haben mit den Geldströmen zu tun, sonst nichts. Zum Beispiel ist das Bruttoinlandsprodukt eines Landes ein Maß für den Wert der Güter und Leistungen, die verkauft werden. Dieses Maß korreliert angeblich mit dem Lebensstandard der Bevölkerung eines Landes. In den USA war der Anteil des Gesundheitswesens am Bruttoinlandsprodukt 2009 ungefähr 17%. Mehr als 2,5 Billionen wurden dafür ausgegeben. Somit hatte das einen positiven Effekt auf diesen statistischen Wert. Basierend auf dieser Logik wäre es sogar noch besser für die US-Wirtschaft, wenn die Leistungen im Gesundheitsbereich noch weiter stiegen, vielleicht auf 3 Billionen Dollar oder 5 Billionen, weil das zu mehr Wachstum führen würde. Es gäbe mehr Arbeitsplätze und Ökonomen würden es als Zunahme des Lebensstandards in ihrem Land deuten. Aber Moment mal, wofür stehen Gesundheitsausgaben wirklich? Für kranke und sterbende Menschen. Exakt. Je mehr ungesunde Amerikaner es gibt, desto besser ist das für die Wirtschaft. Das ist keine Übertreibung und kein Zynismus. Wenn wir Statistiken mit genügend Abstand betrachten, erkennen wir, dass das Bruttoinlandsprodukt die wahre öffentliche oder soziale Gesundheit nicht nur in keiner Weise widerspiegelt, es ist in der Tat ein Maß für industrielle Ineffizienz und sozialen Abbau. Und je weiter es wächst, desto schlechter wird die Situation unserer persönlichen, gesellschaftlichen und ökologischen Unversehrtheit.
Man muss Probleme erzeugen, um Profit zu erzeugen. Man macht keinen Profit in dem derzeit herrschenden Wirtschaftssystem, in dem man Leben rettet, zum Gleichgewicht auf dem Planeten beiträgt, Gerechtigkeit und Frieden schafft oder Ähnliches. Damit macht man schlicht keinen Profit. Es gibt eine alte Redensart. Erlasse ein Gesetz und gründe ein Unternehmen. Ob das ein Unternehmen für einen Anwalt oder sonst etwas ist. Kriminalität erzeugt Business. Genau wie die Katastrophe in Haiti Business erzeugt hat. Derzeit sind ungefähr 2 Millionen Menschen in den USA inhaftiert. Viele von ihnen sind in Gefängnissen, die von privaten Unternehmen geleitet werden. Corrections Corporations of America, Buckenhardt, die ihre Aktien in der Wall Street handeln, basierend darauf, dass viele Leute in ihren Zellen sitzen. So etwas nenne ich krank. Doch das spiegelt nur wieder, wonach unser wirtschaftliches Modell verlangt. Was genau verlangt also dieses wirtschaftliche Modell? Was hält unser wirtschaftliches System am Laufen? Der Konsum. Oder genauer gesagt, zyklischer Konsum. Wenn wir das Fundament der klassischen Marktwirtschaft freilegen, stoßen wir auf ein Muster von Geldströmen, die einfach nicht aufhören oder erheblich verlangsamt werden dürfen, wenn die Gesellschaft, wie wir sie kennen, funktionsfähig bleiben soll. Es gibt 3 Hauptdarsteller auf der wirtschaftlichen Bühne: den Angestellten, den Arbeitgeber und den Konsumenten. Der Angestellte verkauft seine Arbeit gegen Einkommen an den Arbeitgeber. Der Arbeitgeber verkauft seine Produktionsleistung und somit Güter gegen Einkommen an den Konsumenten. Und der Konsument, der natürlich zugleich entweder Arbeitgeber oder Arbeitnehmer ist, speist das Geld zurück ins System, um so den Konsumkreislauf aufrechtzuerhalten. Mit anderen Worten, das globale Marktsystem basiert auf der Annahme, dass es immer genug Nachfrage nach Produkten in der Gesellschaft geben wird, um immer genug Geld im Umlauf zu halten, das den Konsumprozess aufrechterhalten kann. Und je schneller die Konsumrate, desto größer wird das sogenannte Wirtschaftswachstum. Und so geht es immer weiter. Aber Moment mal, ich dachte, eine Wirtschaft sollte, ich weiß nicht, haushalten? Hat der Ausdruck nicht genau mit Erhaltung, Effizienz und Abfallvermeidung zu tun? Wie schafft es also unser System, welches Konsum benötigt, und zwar je mehr, desto besser, die Effizienz zu erhalten oder überhaupt zu wirtschaften? Nun, es schafft es nicht. Die Absicht des Marktsystems ist tatsächlich das genaue Gegenteil von dem, was eine wirkliche Wirtschaft erreichen soll, nämlich effizient und nachhaltig die Materialien für Produktion und Verteilung von lebensnotwendigen Gütern einzusetzen. Wir leben auf einem begrenzten Planeten mit begrenzten Ressourcen, wo zum Beispiel das Öl, das wir nutzen, Millionen von Jahren zur Entstehung brauchte, oder die Mineralien, die wir nutzen, Milliarden von Jahren zur Entstehung brauchten. Also ein System zu haben, welches absichtlich die Beschleunigung des Verbrauchs fördert, zugunsten des sogenannten Wirtschaftswachstums, ist totaler umweltzerstörerischer Wahnsinn. Die Abwesenheit von Verschwendung, gerade das ist es, was Effizienz ausmacht. Dieses System ist verschwenderischer als jedes andere, das in der Geschichte dieses Planeten existiert hat. Jede Ebene der Lebensorganisation und Grundlage befindet sich in einem Zustand der Krise oder des Verfalls. Kein von Experten überprüfter Bericht der letzten 30 Jahre wird etwas anderes behaupten. Jedes lebensnotwendige System ist im Niedergang begriffen, genauso wie soziale Projekte, ebenso unser Zugang zu Wasser. Versuche, eine einzige Lebensgrundlage zu nennen, die nicht bedroht oder gefährdet ist. Es ist unmöglich. Und das ist sehr, sehr entmutigend. Wir haben noch nicht einmal den Mechanismus dahinter ergründet, wollen uns den Ursachen nicht stellen, sondern einfach so weitermachen. Und das bedeutet Wahnsinn. Du tust dieselbe Sache immer und immer wieder, obwohl sie offensichtlich nicht funktioniert. Ich würde sogar behaupten, wir haben es hier eigentlich nicht mit einem ökonomischen, sondern mit einem anti-ökonomischen System zu tun. Es gibt eine alte Redensart, wonach die wettbewerbsorientierte freie Marktwirtschaft die bestmöglichen Güter zum niedrigstmöglichen Preis anbietet. Diese Behauptung ist im Kern das Anreizmodell, das den Wettbewerb am Markt rechtfertigt, gestützt auf der These, dass das Ergebnis die Produktion von Gütern mit höherer Qualität sei. Wollte ich mir von Grund auf einen Tisch bauen, so würde ich dafür natürlich die bestmöglichen, haltbarsten Materialien wählen, richtig? Mit der Absicht, dass der Tisch möglichst lange halten würde. Warum sollte ich etwas Minderwertiges bauen, wohlwissend, dass ich es letztendlich noch einmal machen und dafür mehr Material und Energie aufwenden müsste?
Nun, so logisch das in der physischen Welt zu sein scheint, in der Welt der Marktwirtschaft ist es nicht nur ausdrücklich irrational, es ist nicht einmal eine Option. Es ist technisch unmöglich, die beste Warenqualität zu produzieren, solange die Firma einen Wettbewerbsvorteil bewahren will und daher für den Konsumenten erschwinglich bleiben muss. Buchstäblich alles, was hergestellt und auf dem internationalen Markt zum Kauf angeboten werden soll, ist bereits im Moment seiner Fertigstellung minderwertig, weil es mathematisch unmöglich ist, die fortschrittlichsten, effizientesten und strategisch nachhaltigsten Produkte unter diesen Bedingungen herzustellen. Es liegt an der Kosteneffizienz, die das System der Marktwirtschaft einfordert, also die Minimierung von Kosten in jedem Abschnitt der Produktion, von den Kosten für Arbeit zu den Kosten für Material und Verpackung und so weiter. Dieses Wettbewerbsmodell soll erreichen, dass der Verbraucher lieber die eigenen Produkte kauft und nicht die des Konkurrenten, der genau dasselbe tut, nämlich Waren zugleich konkurrenzfähig und erschwinglich herzustellen. Die verschwenderische Folge dieses Systems könnte man intrinsische Veralterung nennen. Allerdings ist dies nur ein Teil eines größeren Problems. Ein fundamentales Grundprinzip der Marktwirtschaft, eines, das man übrigens in keinem Lehrbuch findet, lautet folgendermaßen: Kein Produkt darf eine Lebensdauer besitzen, die länger ist, als es die Aufrechterhaltung des zyklischen Konsums erlaubt. Mit anderen Worten, es ist wichtig, dass Dinge kaputt gehen, versagen oder verfallen und das innerhalb einer bestimmten Zeitspanne. Dies nennt man dann geplante Veralterung. Geplante Veralterung ist das Rückgrat der Marktstrategie aller produzierenden Unternehmen auf der Welt. Natürlich geben nur wenige Hersteller freiwillig zu, dass sie diese Strategie anwenden. Sie verstecken es gerne hinter dem Phänomen der intrinsischen Veralterung. Oft ignorieren oder unterdrücken sie sogar technische Neuerungen, die ein nachhaltigeres, langlebigeres Produkt erzeugen könnten. Als wäre es nicht schon verschwenderisch genug, dass das System nicht erlauben kann, die haltbarsten und effizientesten Artikel zu produzieren, wurzelt geplante Veraltung in der Tatsache, dass sich langfristig funktionsfähige Produkte negativ auf den zyklischen Konsum und somit auf die Wirtschaft selbst auswirken. Mit anderen Worten, die Langlebigkeit von Produkten wirkt wirtschaftlichem Wachstum entgegen und somit besteht für den Hersteller ein direkter Anreiz, die Lebensdauer eines beliebigen Produkts künstlich kurz zu halten. Tatsächlich kann dieses System gar nicht anders funktionieren. Alles, was man über Märkte wissen muss, stand vor ein paar Jahren in einem Leitartikel des Wall Street Journal. Er heißt »Lektionen vom hirngeschädigten Investor«. Darin wurde erklärt, warum Leute mit leichten Gehirnschäden bessere Investoren sind als Leute mit normaler Hirnfunktion. Warum? Weil Leute mit leichten Gehirnschaden kein Mitgefühl empfinden. Und das ist der Punkt. Ohne Einfühlungsvermögen wirst du dich als Investor hervorragend schlagen. Und so züchtet die Wall Street Leute ohne Empathie. Leute, die da reingehen, Entscheidungen treffen und Geschäfte machen, und zwar ganz ohne Gewissensbisse. Kein Gedanke wird daran verschwendet, inwieweit sich ihr Handeln auf ihre Mitmenschen auswirken könnte. Es werden regelrechte Roboter gezüchtet. Menschen, die keine Seele haben. Und weil sie nicht einmal mehr diese Leute bezahlen wollen, züchten sie dort heute echte Roboter. Richtige algorithmische Händler. Zum Beispiel Goldman Sachs und der Skandal um den Hochfrequenzhandel. Sie stellten gleich bei der New Yorker Börse einen Computer auf. Dieser co-lokalisierte Computer, wie sie ihn nennen, berechnet jeden Handel an der Börse voraus und beschießt die Börse mit Unmengen an Aufträgen in einer Art und Weise, dass beim Handel Centbeträge abgezwackt werden. Es ist so, als würden sie den ganzen Tag Geld abzapfen. Sie taten das ein Quartal lang im letzten Jahr. 30 oder 60 Tage durchgehend, ohne einen einzigen Tag Pause, und machten an jedem einzelnen Tag Millionen von Dollar. Das ist statistisch unmöglich. Als ich an der Wall Street arbeitete, hat es so funktioniert. Jeder besticht seinen Vorgesetzten. Der Makler besticht den Büroleiter, der Büroleiter besticht den regionalen Vertriebsleiter, der regionale Vertriebsleiter besticht den nationalen Vertriebsleiter. Es ist eine Art ungeschriebenes Gesetz. Und wer bekommt an Weihnachten den größten Weihnachtsbonus von allen Börsianern? Der Richtlinienbeauftragte. Der Richtlinienbeauftragte sitzt dort den ganzen Tag und muss dafür sorgen, dass du gegen keine der Deckungsregeln verstößt und dass du dich innerhalb des legalen Rahmens bewegst. Inwieweit? Das hängt natürlich vom Ausmaß ab, mit dem du den Richtlinienbeauftragten bestechen kannst. Ja, genau so handelt man nach dem Gesetz. Wie ist also Betrug selbst zum System geworden? Betrug ist längst kein Nebenprodukt mehr. Er ist das System. Es ist wie in dem alten Witz von Woody Allen. Ein Mann beim Arzt sagt: Herr Doktor, mein Bruder denkt, er sei ein Huhn. Der Arzt sagt: Nehmen Sie eine Tablette, das sollte das Problem lösen. Herr Doktor, Sie verstehen nicht, wir brauchen die Eier.
Das Hin- und Herhandeln von betrügerischen Schuldforderungen zwischen Banken, um Gebühren zu schaffen, um Boni zu bekommen, ist zum Antriebsmotor des Bruttoinlandsproduktes der US-Wirtschaft geworden, obwohl sie im Wesentlichen faule Schuldforderungen handeln, bei denen es keine Hoffnung auf Rückzahlung gibt. Sie bearbeiten, erzeugen und verbriefen genau genommen nichts. Wenn ich 20 Milliarden Dollar auf eine Cocktailserviette schreibe und sie an JP Morgan verkaufe, und wenn JP Morgan dann 20 Milliarden auf eine Cocktailserviette schreibt und wir diese beiden Cocktailservietten an einer Bar austauschen und uns selbst je ein Viertel von 1% der Summe als Gebühr auszahlen, verdienen wir viel Geld für unseren Weihnachtsbonus. Wir haben jeder eine 20 Milliarden Dollar Cocktailserviette verbucht, die so lange keinen realen Wert hat, bis die Zeit kommt, in der das System solche dubiosen Cocktailservietten nicht mehr verkraften kann. Worauf wir dann zur Regierung gehen, damit sie uns mit Rettungspaketen freikauft. Und wegen der Wall Street und des globalen Aktienmarktes gibt es vorsichtig geschätzt etwa 700 Billionen Dollar an ausstehenden betrügerischen Forderungen, auch Derivate genannt, die noch auf ihren Zusammenbruch warten. Ein Wert, der das Zehnfache des Bruttoinlandsprodukts des gesamten Planeten übersteigt. Und während wir zusehen, wie Regierungen Rettungspakete an Unternehmen und Banken vergeben, mit Geld, das sie natürlich amüsanterweise zuvor von den Banken leihen mussten, versucht man nun auch ganze Nationen mit Hilfe von Gruppen anderer Staaten durch die internationalen Banken zu retten. Aber wie sieht ein Rettungspaket für den ganzen Planeten aus? Es gibt kein Land da draußen, das noch nicht bis zum Hals in Schulden steckt. Die Kaskade an Zahlungsausfällen bei der Staatsschuldenrückzahlung kann nur der Anfang sein, wenn wir die Mathematik berücksichtigen. Man schätzt, dass allein in den Vereinigten Staaten die Einkommensteuer auf 65% angehoben werden müsste, nur um die Zinszahlungen der nahen Zukunft leisten zu können. Ökonomen befürchten, dass innerhalb der nächsten Jahrzehnte 60% der Länder dieses Planeten bankrott sein werden. Okay, jetzt mal ganz langsam. Habe ich das richtig verstanden? Die Welt geht bankrott, was zum Teufel das auch immer heißen soll, wegen dieses Konzepts namens Schulden, das in der materiellen Welt nicht einmal existiert. Es ist nur ein Teil eines Spiels, das wir erfunden haben. Und trotzdem steht jetzt das Wohlergehen von Milliarden von Menschen auf dem Spiel. Massenentlassungen, Zeltstädte, zunehmende Armut, Sparmaßnahmen, geschlossene Schulen, Kinder, die verhungern und andere Ebenen von familiärem Notstand. Und all das wegen eines kunstvoll erdachten Hirngespinstes.